How data is written down. Das könnte auch, man hätte das Slide jetzt auch nennen können, last time, was wir letzte Mal gemacht haben. Ja, also nochmal, in welchem Format sind denn unsere Daten? Weil das ist der Ausgangspunkt für unsere Visualisierung, dass wir irgendwie die Daten in unserem Computer gekriegt haben. Ja, letztes Mal haben wir gesehen, Sie können eine Word-Datei nehmen, als Text abspeichern, hochladen und schon haben Sie Ihre Daten da drin. Ja. Schauen wir uns das nochmal an. Das eine Datenformat ist also einfach die Tabelle, die ich aufgeschrieben habe. Und das können also meine Stichpunkte sein, die ich mit Bleistift irgendwie in ein Notizbuch reingeschrieben habe. Das ist also die eine Form der Daten. Und das Wichtige ist hier, ich habe sozusagen mehrere Beobachtungen, die ich in verschiedene Zeilen reinpacke und ich habe mehrere Variablen, die ich über die Spalten laufen lasse. Dann gibt es das Ganze auch noch in der mathematischen Darstellung, dann nennt sich das Ganze Matrix. Ja? Das sind aber die gleichen Zahlen. Ja? Nur, dass ich jetzt noch zusätzlich Operationen definiert habe, wie Plus und Mal, wie wir letztes Mal gesehen haben. Und die sind jetzt erstmal nicht so essentiell für Ihre Daten, aber wenn Sie damit jetzt irgendwelche Algorithmen laufen lassen wollen, dann wollen die Algorithmen irgendwas mit dieser Tabelle anstellen und dafür brauche ich diese mathematischen Operationen. Okay? Gut. Dann gibt es die Datenstruktur im Computer, das sogenannte Array. Das ist jetzt eine Datenstruktur für Matrizen, mit denen ich rumrechnen möchte. Okay, da sind wir jetzt also mittlerweile im Computer. Das sieht also so aus, könnte man die auch roh eingeben. Oder man lädt sie mit irgendeiner Funktion rein, was wir dann schon gesehen haben, dieses ReadCSV oder irgendwie sowas. Ja, da können wir also auch hinterher mit rechnen mit diesen Sachen. Aber der Computer hat sie halt da und man kann riesige Datenmengen benutzen. Und dann gibt es noch den Data Frame. Ja, der Data Frame ist sehr beliebt, gerade bei Data Scientists oder bei Statistikprogrammen. Das ist im Prinzip das gleiche wie das Array, nur dass ich zusätzlich jetzt noch diese ganzen Spalten denen jeweils einen Namen gegeben habe. Das ist schon der ganze Unterschied. Ja, ein Data Frame ist also nichts anderes als so ein normales NumPy Array, ja, wobei man noch den Spaltennamen gibt. Warum das irgendwie schön ist, werden wir heute sehen. Weil man dann in den Daten gleichzeitig sich merkt, wie die einzelnen Variablen heißen, ist der Computercode, um Sachen zu visualisieren, dann sehr schön kurz und knapp und übersichtlich. Ja, das werden wir also heute sehen. Und wir werden da diese Library Pandas benutzen heute, die wir beim letzten Mal auch schon gesehen haben. Gut, also das sind verschiedene Datenformate. Vergleichen wir nochmal die letzten beiden, also das Array in NumPy, ja, und den Pandas Datenframe. Im Prinzip wollen wir ja typischerweise irgendwelche Spalten dann in Bezug setzen. Ja? Vielleicht wollen wir die Breite der Blüte gegen die Länge der Blüte in Bezug setzen mit einem Scatterplot, wie wir gleich noch sehen werden. Ich erkläre Ihnen gleich, was das ist, ein Scatterplot. Aber typischerweise müssen wir also immer an diese Spalten kommen. Und für ein NumPy-Array müssen wir dann halt irgendwie so etwas Kryptisches schreiben mit Doppelpunkt, Komma, was vielleicht ein bisschen unklar ist. Das heißt einfach nur, im ersten Index erlaube ich alles. Das geht also von 0 bis zum Ende und im zweiten Index möchte ich gerne 0 haben, das heißt die erste Spalte. Kann man also so machen, so kann man arbeiten, ja, das geht. Aber es ist schöner mit diesen Data Frames, wo ich den einzelnen Spalten Namen gebe und dann kann ich mir so eine Spalte einfach rausnehmen, indem ich jetzt mit dem Namen da sozusagen rein indiziere. Und das ist irgendwie schicker. Ja, das ist aber nicht nur schicker, sondern es ist auch robuster. Wenn Sie jetzt Ihre Tabelle etwas abändern und sagen, ja, ich habe jetzt noch mehr Sachen gemessen, ich habe jetzt noch die Höhe sozusagen der Blume gemessen oder was weiß ich noch, die Farbe oder so, dann können Sie einfach bei diesem Data Frame weitere Spalten hinzufügen. Ja, und Ihr Programmcode funktioniert aber immer noch. Beim NumPy Array kann sein, dass sich dann die Stelle, an der Ihre Spalte ist, halt um 1 verschiebt oder um 2 verschiebt. Und das heißt, da kriegen Sie also viel schneller Fehler dann rein oder sowas. Ja? Das heißt also, dieser Data Frame ist am Anfang einen Schritt komplizierter, weil Sie noch diese Namen dazu packen müssen. Aber danach ist es also erheblich schöner zu benutzen. Okay, deswegen benutzen wir heute diese Data Frames. Ja? Und wir benutzen diese Toolbox Pandas. Ich habe das hier nochmal auf einen Slide draufgeworfen. Weil das sollte sozusagen der Startpunkt sein. Wenn Sie eigene Daten nehmen, müssen Sie einmal das hinkriegen, dass Sie die Daten in dieses Pandas reinbekommen und ab dann sind die Operationen sehr schön einfach und elegant und Sie haben einen einfachen Code. Okay? Gut. Nehmen wir wieder die Iris Data. Das ist nochmal der Code, um die Sachen reinzuladen. Schauen wir uns das nochmal einmal kurz an. Im Wesentlichen habe ich also einen Befehl aus der Pandas Library. Dieser PD steht für Pandas und der hieß read CSV. Dann kommt jetzt hier sowas Komisches. Was meine ich damit jetzt? Naja, das UCI ist eine Variable und da gebe ich halt diesen String, so einen Anfangsstring halt und das ist so eine Webseite sozusagen, wo ganz viele Machine Learning Databases sind, wo ich also für maschinelles Lernen
wo irgendwelche Datenmengen schon gespeichert sind, die ich dann einfach automatisiert reinladen kann. Ja? Und die haben alle den gleichen Anfang, die ändern sozusagen nur dann der Schluss ist anders. Und für die Iris Dataset steht dann da halt Iris slash iris.data und für eine andere mit Autodaten oder sowas steht dann da car slash cars.data. Das heißt, wenn ich das jetzt abändern möchte, meinen Code, und auf andere Daten anwenden möchte, dann muss ich jetzt hier nicht alles ändern, sondern ich ändere hier nur diese beiden Stellen. Und dieses Pluszeichen hier ist einfach nur, das addiert sozusagen die beiden Strings. Und das hat man irgendwann in der zweiten Vorlesung mal gesehen. Strings addieren heißt, sie sozusagen aneinander zu hängen. Konkatenieren, sagt man auch. Okay, das ist also nichts Schlimmes. Dann steht jetzt hier noch so was anderes, Header gleich None und die Names werden benannt. Das ist jetzt einfach nur, das kriegt man halt mit so ein bisschen Frickeln raus. Ich zeige Ihnen gleich mal, wie man das macht. Also das Header gleich None heißt, dass die erste Zeile enthält halt leider nicht die Namen der Spalten in meiner CSV-Datei, die ich hier reinlade, sondern da stehen halt gleich die Daten drin. Die Namen, die stehen woanders. Gut. Gucken wir uns das nochmal im Detail an. Erstmal dieser Funktionsaufruf, der ist vielleicht für Sie ein bisschen ungewöhnlich, weil hier ist sozusagen eine Funktion, die aufgerufen wird mit Argumenten und das Ergebnis wird der Variable Iris zugeteilt und danach gebe ich das Ganze aus, indem ich dann nochmal Iris hinschreibe. Aber hier steht auch noch was mit Gleichheitszeichen und zwar mitten in dem Funktionsaufruf. Okay, und das ist vielleicht ein bisschen unintuitiv, dass das geht. Ja, und deswegen auf dem nächsten Slide schauen wir uns das einmal an, was es soll. Und zwar kann man in Python Funktionen definieren, wie zum Beispiel diese Funktion f. Ja, die hat jetzt hier den Input x, y, z, a und b. Und das wird dann irgendwie verwandt und damit irgendwas gemacht. Hier werden jetzt einfach nur die Sachen, die reingehen, werden ausgegeben auf dem Bildschirm. Das ist alles. Da wird nichts returned oder sowas, nichts zurückgegeben. Und das Nette ist, bei so einer Funktionsdefinition kann ich hier Default Values setzen. Das heißt, ich kann also sagen, wenn dieses Argument nicht gegeben wird, dann soll das Ding trotzdem einen Wert haben. Das heißt, wenn der User jetzt kein Z angibt in seinem Aufruf der Funktion f, dann hat Z den Wert 3. Okay? Wie benutzt man das jetzt? Zum Beispiel, wenn ich f von 1 aufrufen würde, dann wird halt das erste Argument, dieses x, bekommt den Wert 1 und die anderen Argumente, die haben einfach den Wert, der dahinter steht. Okay? Ich kann aber auch sagen, f von 2 ist jetzt ein anderes x, und dann kann ich sagen, y soll den Wert 1 haben. Ja, und damit gebe ich sozusagen den anderen Argumenten einen spezielleren Wert. Ich kann auch das y weglassen. Ich habe ja Namen für meine Argumente und kann sagen, das y soll so bleiben, wie es ist. Das z bekommt den Wert 4 und das b bekommt den Wert 1. Und dann sehen Sie immer hier unten jetzt den Effekt. Das heißt, man nimmt immer die Default-Argumente, falls nicht ein anderes Argument gegeben ist. Okay? Soweit so einfach. Also Inputs heißen auch Arguments. Ja, das hat also nichts mit Argumentieren zu tun. Das ist einfach jetzt nur so eine Vokabel. Informatiker nennen ihre Inputs auch die Argumente einer Funktion. Okay? Und das habe ich gerade alles gesagt, dass man das alles so machen kann. Schauen wir uns noch mal diesen Aufruf hier an. Da fragt man sich natürlich gut, was sind denn da noch für andere Argumente? Aber Sie können sich vorstellen, diese readcsv-Funktion, die hat 20 oder 30 verschiedene Argumente, also Inputs, die man der geben kann, um halt irgendwie ein bestimmtes spezielles Verhalten zu erzeugen. Aber in den meisten Fällen nehmen wir die Standardeinstellungen, sozusagen die Default-Werte. Und wir geben also dann nur die Variablen an, wo wir was Interessantes zu sagen haben. Wenn wir halt sagen würden, pd-read-csv von diesem String und Klammer zu, ja, dann würde er halt mit so Standard mit dem Standard-Setup versuchen, diese Datei zu lesen und wir würden feststellen, dass er die erste Zeile mit Zahlen missinterpretieren würde als Namen für die Spalten. Und deswegen sagen wir ihm Header gleich None. Das heißt, es gibt keinen Header. Es gibt also keine erste Zeile mit Namen, sondern die erste Zeile sozusagen sind auch Daten. Außerdem geben wir ihm die Namen, die er dann benutzen soll für die Columns, noch speziell an, indem wir noch so eine Liste von Strings übergeben. Ja, aber diese Funktion readcsv hat noch ganz, ganz viele andere Argumente. Wie findet man das jetzt raus? Ja, Sie haben jetzt Ihre Daten reingelesen, hatten gelernt, man kann hier Klammer zumachen, dann funktioniert alles und dann sieht das nicht so aus, wie Sie wollten. Wie habe ich das denn jetzt rausgefunden, dass der Header gleich None stehen muss? Ja? Im Wesentlichen muss man dann einfach danach googeln und man muss irgendwie gucken, Pandas, readcsv und dann irgendwie sowas wie ignore first line oder do not ignore first line. Und wenn Sie nach irgendwie solchen Sachen suchen, die Frage stellen, wie Sie gerade haben, dann finden Sie jemanden, der hatte das gleiche Problem und da steht dann, man muss Header gleich None angeben. Okay, das ist also eine Art, wie man zur Lösung kommt. Die andere Art ist, man liest sich die Dokumentation von dieser Funktion durch. Das geht auch.
Und von der Dokumentation muss man halt nicht alles verstehen. Man hat ja ein bestimmtes, konkretes Problem, was man lösen will. Und dann findet man halt, man ignoriert alles, wo man keine Ahnung von hat, und man sucht sich halt die richtige Stelle raus. Ja? Also hier zum Beispiel, ich habe das erst aufgerufen und hatte dann hier Columns stehen, weil ich dachte, man müsste den das Argument Columns geben, weil bei Pandas Data Frame, da ist sozusagen auch ein Argument Columns, womit ich dann sagen kann, wie die heißen sollen, diese Spalten. Aber bei ReadCSV muss man komischerweise Names geben. Wie habe ich das jetzt rausgefunden? Ich habe halt irgendwie gegoogelt nach Pandas ReadCSV und habe hier diese Seite gefunden. Klicken wir mal drauf. Ah, da ist er. Ja, und da sehen Sie, das ist der Befehl und das sind die ganzen Argumente, die es gibt. Ja, die hat also unglaublich viele Einstellmöglichkeiten, die sie aber zum Glück alle ignorieren können, ja, weil die haben alle immer schon so einen Default-Wert, einen Standardwert, der meistens das ist, was sie wollen. Ja. Und wenn dann was nicht funktioniert, müssen sie rauskriegen, wie es funktioniert. Schauen wir mal nach. Hier werden jetzt die einzelnen Argumente dann erklärt. Da haben wir schon dieses Header. Und da kann man sich das dann entsprechend durchlesen. Und da steht dann hier Header gleich None. Und dann wird erklärt, was das sozusagen bedeutet. Ja, dann ging es mir jetzt ja um diese Spalten. Ich wollte wissen, was muss ich denn für ein Wort nehmen als diese Columns? Gut, dann habe ich halt einen Find gemacht auf Columns und siehe da, ich lande irgendwie hier. Header kenne ich schon und das nächste, Use Columns, bla bla. Und irgendwann bin ich dann gelandet bei Names. Hoffentlich. Na, ich lande nicht bei Names, aber gut, so habe ich es eigentlich gemacht. Da sind wir. Ah, da kommt Columns leider nicht vor. Also doch, da kommt Column vor. Okay, Column Names. Ja, hätte ich vielleicht wahrscheinlich nach Column gesucht auf dieser Seite. Und dann sieht man, aha, so geht's und dann weiß man's. Die Sache ist die, sowas erschlägt einen natürlich erstmal, wenn man so eine Definition sieht und dann denkt man, ach nee, ich glaube, ich will die Funktion doch nicht benutzen. Ich glaube, ich lese jetzt erst Zeitung oder sowas. Ja, aber letztendlich müssen Sie sich ja nur diese eine Sache rauspicken sozusagen, die Sie dann brauchen in dem Moment. Ja, gut. So weit, so gut. Also so kriegt man jetzt sowas raus. Da ist auch nochmal die Seite abgedruckt. Was kann ich hier sonst noch erzählen? Ja, wir hatten beim letzten Mal, hatte Iris ja zwei Variablen definiert, nämlich einmal ein X und Y. Ja, das X waren diese Messergebnisse und das Y war dann die Klasse, zu der sozusagen eine Zeile gehört. Jetzt hier in dieser Dataset ist es anders. Da wird sozusagen, gibt es eine fünfte Spalte. Ja, und diese fünfte Spalte hat irgendwie den Column Name Class. Ist also einfach anders abgespeichert. Ja. Das heißt, wenn ich das jetzt irgendwie als Klassifikationsproblem sehen möchte und mein Algorithmus möchte gerne ein X und ein Y haben, dann müsste ich diesen Pandas Data Frame halt entsprechend zerstückeln, indem ich halt die ersten vier Spalten in X reinkopiere und die letzte Spalte in Y. Und dann kann ich halt weiterrechnen. Ja, da muss man also immer so ein bisschen gucken und rumbasteln. Okay?